Name ist Maike Jensen. Ich arbeite seit November 2016 wieder auf der Kinderstation im Klinikum in Itzehoe. Bin seit nach vielen Jahren hier wieder eingestiegen, weil mir einfach der Patientenkontakt und die Arbeit mit den Kindern sehr gefehlt hat. Es macht total viel Spaß, wenn man sieht, dass man die Kinder nachher gesund wieder nach Hause entlässt, wenn sie mit einem Lächeln einen morgens empfangen, weil es ihnen deutlich besser geht, oder man ihnen mit Kleinigkeiten einfach das Leben hier erleichtert, wenn sie einfach sehr krank sind. Ich arbeite gerne in diesem Team, es macht ganz viel Spaß, es sind alles nette Leute, der Kontakt mit den Ärzten, mit den anderen Abteilungen ist toll. Ja, ich freue mich, dass ich hier wieder zurück bin und fühle mich hier auch sehr wohl. Mein Name ist Stefanie Determann und ich bin seit 2015 hier im Ohlendil beschäftigt. Ich habe vor 24 Jahren den Beruf der Pflege erlernt, weil es mir einfach Spaß macht, mit anderen Menschen zu arbeiten, sie zu unterstützen und ihnen einfach helfen zu können. Man bekommt auch unwahrscheinlich viel zurück von den Menschen, sei es ein Lächeln, ein dankbarer Blick und einfach auch die Geschichten, die man aus dem Leben der Menschen hört. Es ist immer alles sehr interessant und deswegen bin ich immer gerne hier. Also ich bin Schwester Christine, ich bin Teamleitung hier auf der Palliativstation und arbeite schon seit 83 in der Krankenpflege und ich bin immer noch gerne in der Pflege, gerade auf unserer Station, weil wir hier ein multiprofessionelles Team haben, weil ich das immer noch sehr schön finde, auch Leute und Patienten gerade auf ihrem letzten Weg zu begleiten, da auch nochmal besonders zu gucken, was braucht es denn. Ich mag den Kontakt auch mit den Angehörigen, mit den Kollegen, mit den anderen Fachgebieten. Ich finde nach wie vor, dass sich Pflege auch wunderbar integrieren lässt ins Familienleben, ins Alltagsleben. Ich kenne gar nichts anderes auch als den Schichtdienst und ich finde, das ist eigentlich ein großer Vorteil, im Schichtdienst zu arbeiten. Ich finde, das kann man familiär gut anpassen und ich finde auch, man kann die Stundenzahl in der Woche ganz gut nochmal auf die Familie so zuschneiden, wenn man einfach eine volle Stelle nicht arbeiten kann, aber mit einer Teilzeitstelle besser davor ist, da kann man das individuell anpassen. Ich finde, da ist ganz viel Möglichkeit und ganz viel Spielraum. Ich arbeite gerne in der Pflege, weil ich gerne daran beteiligt bin, Menschen auf die Beine zu helfen, ihnen über eine schwere Lebenskrise zu helfen. Und das macht einen froh und zufrieden. Die verschiedenen Berufsgruppen, die aufeinander kommen, ist es schön, mit denen zusammenzuarbeiten. Für mich ist es auch nochmal ein Grund, weshalb ich meinen Beruf gerne mache, da ich technisch versiert bin und dass wir mit den verschiedenen Berufsgruppen ein Ziel haben, den Patienten wieder auf die Beine zu stellen. Und es ist ein gutes Gefühl, dass jeder an einem Strang zieht und jeder dieses Ziel verfolgt. Mein Name ist Maike Stuckenberg. Ich bin Auszubildende im dritten Lehrjahr zur Altenpflegerin im Ohlendil. Und ich finde toll an diesem Beruf, dass er unglaublich abwechslungsreich ist. Jeden Tag passiert was anderes, jeden Tag steht was anderes an. Es gibt ein unglaublich großes Angebot an Aufgaben, die zu erfüllen sind. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten und dabei auch noch was Gutes zu tun.